Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ihr seht schon, hier fallen so ganz komische Flocken runter. Das ist mir gerade eben auch aufgefallen und vor allem ist die FPS-Zahl gedroppt wie Sau. Und dann habe ich mich gewundert, hier oben ist so ein Zeichen. Das schaut mir sehr interessant aus. Origin, Vulkanausbruch, Notfall. Ein entfernter, aber großer Vulkanausbruch hat dazu geführt, dass sich gefährliche Aschemengen in der Luft ansammeln und möglicherweise die Flugzeugtriebwerke verstopfen. Alle Flugzeuge zu betroffenen Flughäfen werden bis auf weiteres eingestellt und verzögert. Duration 11 Stunden. Wir sind 10% durch. Es gibt fucking Vulkanausbrüche in dem Game. Bedeutet, aktuell steht der Flughafen quasi still. Also wir haben hier noch ein paar anstehen, aber die dürfen nicht mehr starten aufgrund des. Und man merkt hier draußen, wo wenig los ist, machen die Partikel wenig aus. Sobald die aber zum Flughafen kommen, geht die FPS-Zahl unter. Aber wir nutzen jetzt die Zeit hier aus, um die ganzen Sachen, die hier noch am Busbahnhof verändert werden müssen, endlich durchzusetzen. Bedeutet hier auch in dem Fall die restlichen Teile, die hier noch die Straße zum Beispiel auch behindern. Genauso würde ich gerne hier schon mal Paving machen. So. Die Vorbereitungen treffen. Und natürlich hier dann den anderen Teil abschneiden, damit es eine zweispurige Straße werden kann. Was ja immer noch das Ziel. Wie lange dauert denn das noch? Wir haben erst ein Drittel geschafft. Holy shit, das dauert echt lange. Gut. Jetzt können wir dann gleich hier normale Straßen anführen. Wie die reinlaufen. So, ein bisschen Boden fließen. Wir tun direkt hier die neuen Straßen auch erzeugen. Und dann, wenn es soweit ist, können wir den mittelgroßen Fußgängerweg hier auch bauen. Zack. Und dann das andere zum Abriss schon mal in Auftrag geben, weil die nutzen das ja gleich so lange noch. Hier, zack. Schon ready. Dann den kleinen abreißen. Dann können wir auch gleich hier sagen, Straße einfügen. Ah, warte. Und dann noch die ganzen Einbahnstraßenschilder, die ich hier reingebaut habe, abreißen. Gut, ihr werdet hier auch rausgenommen. Gut, dann brauchen wir hier, wo war es denn? Fußgängerüberweg, kleinen Abrisswerkzeug. Dann ein Straßenabrisswerkzeug. Bis nach da vorne. Ah, das ist Wahnsinn. Wie geht's eigentlich in unseren. Ah, jetzt sind natürlich die ganzen Läden auch leer, weil die Flugzeuge stehen natürlich still. Die machen nichts mehr. Ich habe auch seitdem diesen Bus Stau auflösen können, indem ich die ganzen Dinger gestoppt habe und eine gefühlte halbe Stunde gewartet habe. Damit die despawnen, dann habe ich hier vorne einfach das gleich gemacht wie hier und hier unten auch. Und da war ein Einbahnfall wie hier. Ich glaube, dass der hat aber nichts gemacht. Und dann hat es funktioniert. Also ich glaube, das war dieses Eckstück hier oben, was gefehlt hat, was die irgendwie, keine Ahnung, verwirrt hat oder sowas. Auf jeden Fall ganz, ganz komisch. Gut. Jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir das Ganze übernehmen. Kann ich einfach sagen, hey, ich würde gerne das hier kopieren. Schade, das geht nicht. Das wäre cool gewesen. Bus. Oh shit, warte mal, da ist ja ein Stück im Weg. Baumeister, zack, zack. Dann können wir aber auch gleich sagen, Straße hier, komm schon. Straße hier oben durchziehen bis hier und Footpath
erzeugen bis hier. Und dann kommt da auch noch ein Straßenstück hin. Einfach vor Safety, bevor hier irgendwas hier schief läuft. Gut. Dann können wir die hier umdrehen. Gut. Und dann hier eine Straße einbauen. Und dann sollte das Ganze ganz gut klappen. Was haben die denn noch für ein Problem? Straße ist doch da. Ah, jetzt. Gut, jetzt hat sich die Straße hier auch fertig gemacht. Und der Flugbetrieb nimmt wieder Massen an. Man sieht's. Der Flughafen ist schon wieder voll einsatzbereit. Und ich glaube, unser neuer Busbahnhof hier macht schon echt gute Arbeit. Ich glaube, ich habe hier sonst nichts. Naja. Dann tun wir den hier auch abreißen lassen. Ich überlege, ob wir nicht hier noch einen Fußgängerüberweg bauen, schnell. Dann können die Leute nicht hier rein, theoretisch auch schnell zu den hinteren Busbahnhöfen. Das werden wir jetzt auch einfach machen, weil wir haben genug Stellplätze und alles. Dann kann ich das hier auch so ein bisschen einbauen einfach. Und die Busse sind hier eh in Kilometer unterwegs. Eieieiei. Ich sehe gerade so ein kleines Problem. Der Stau, der hier entsteht. Sollte ich das vielleicht einfach komplett umdrehen? Dann kommen die so raus und fahren so raus. Vielleicht war es auch gar nicht doof, das in eine Richtung zu gestalten. Das ist jetzt natürlich eine Frage. So, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass hier noch ein mittelgroßer Fußgängerüberweg ist. Und dasselbe machen wir hier nochmal. Und weißt du was, das probieren wir jetzt einfach. Wir sagen jetzt, okay. Das Ganze geht nur noch in eine Richtung. Bin ich gespannt, wie der Verkehr läuft. Sie checken es noch nicht so ganz, heißes Gefühl. Jetzt staunen sie sich irgendwie. Ihr habt zwei fucking Spuren! Okay, Leute, es kann doch nicht so schwer sein, solchen simplen Anweisungen zu folgen, oder? Dann halt wieder ohne. Wenn es für euch zu komplex ist, sowas auszuführen, dann machen wir es ohne. Dann sollte das gleich wieder ein bisschen besser laufen, hoffentlich. Ich habe gedacht, dadurch kann ich den Verkehr ein bisschen beruhigen, aber anscheinend ja nicht. Dann lassen wir es Standard. Ich könnte natürlich hier noch einen zweiten Ein- und Ausfahrt bauen. Das wäre natürlich auch noch ein Weg, der ginge. Na schau an, dann stehen sie wieder. Eieiei. Ich weiß auch nicht, was ihr immer so teilweise stundenlang steht, obwohl ihr eher gut aneinander vorbeikommt. Schau mal, wie gut es läuft. Die einen fahren immer nur in die eine Richtung, alles schön. Oder fast immer. Eigentlich fährt jeder da lang, außer vielleicht ein Bus mal in die Gegenrichtung. Aber jetzt steht das Taxi wieder so,
Was war das denn? Das ist die falsche... Jetzt habe ich schon dumme Leute, die versuchen zu überholen. Ey, das wird ja langsam wie Real Life. Wie schaut unsere Tiefgarage aus? Geht einigermaßen. Wie geht der tiefere Stock? Oh. Der ist ja im Vollnutzen. Holy shit. Okay. Das war ehrlich gesagt unerwartet. Also mit dem hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet. What? Okay, wait. Ich tue das jetzt hier mal so ein bisschen erweitern. Und werde hier jetzt durch nochmal eine Straße führen. Um das Ganze zu erweitern, nach da hinten. Dann kommt dahinter auch ein... Also wie gesagt, vieles bleibt beim Alten. Der einzig wirklich große Unterschied ist, dass sozusagen hier einfach mehr Platz nochmal eingebaut wird für alles Mögliche. So, warte mal, wie breit sind nochmal die Parkplätze? So. Vergrößern wir die Parkplätze, umso mehr Leute können sich hier in Zukunft auch zum Parken anmelden. Die ganze Unterkonstruktion muss natürlich auch noch errichtet werden. So. Dann das Straßensystem hier unten. Ich glaube, das können wir bis hier belassen. Weiter kommt man eh nicht. So und so. Und hier auch wieder und hier auch wieder. Dann mittelgroße Fußgängerüberwege. Die eingebaut werden müssen. Diese Doppelstruktur. Eieiei. So, okay, dann nochmal Straßen. Nochmal ein Fußgängerüberweg. Da brauche ich auch nochmal einen Fußgängerweg. Und die schon gebauten kann ich ja schon mal... Für Langzeit. Wir erweitern einfach die Möglichkeiten gerade für die Leute, die hier unten arbeiten, beziehungsweise hierher kommen, um bei uns zu fliegen. Und damit sollten sie die volle Möglichkeit in Zukunft haben. Jetzt wird nur noch ein kleiner, feiner Parkplatz hier. Achso, schon, da könnte ich umschalten auf Mitarbeiterparkplatz. Gut, mit den Straßenmengen sollten wir und mit den Parkplätzen, die dazukommen, sollten wir auf jeden Fall immer eine gute Abdeckung haben. Also ist ja nochmal quasi, es sind 4, 8, 12, 4, 8, 12, 14. Das sind sogar noch mehr wie das. Also wir haben es verdoppelt hier unten erstmal in der Tiefgarage.
Jetzt müssen wir das natürlich noch fertig bauen. Die Straße hier ist gleich noch nicht ganz fertig. Die ganzen Zufahrten fehlen noch und alles drum und dran. Aber sobald die fertig sind, haben sie die Möglichkeit, dann auch hier in die Tiefgarage zu gehen. Und das Ganze zu nutzen. So. Mittlerweile, okay, das sind alles aktuell unsere Arbeiter. Wieder rennen, rausrauschen. Wie geht's dem Laden eigentlich? Der Mach hat heute mit 372 Umsätze bis jetzt gemacht. Ganz schlechter Tag. Du 700, du 400, beziehungsweise 500. Ui, ihr steht auch schon ewig an, ne? Kann das sein? Bauen wir eine Warteschlange. Alle kriegen jetzt eine schöne Warteschlange, dann schaut das nicht so unkoordiniert aus, wenn sie da vorne anstehen. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner geworden, ja. Huch. Ist mir ein Mischgeschick passiert, naja. Da können aber, denke ich mal, genug Leute anstehen. Vor den Security-Durchgängen. Oh. Jetzt halt aber. Gut, jetzt können sie da schön reinlaufen. Dann werden sie durchgecheckt. Schöne Sitzmöglichkeiten. Die Klos werden auch regelmäßig benutzt. Wie geht's dem Laden? Ja, der hat genug besucht. Der hier auch. Holy shit. Diese werden regelmäßigst besucht. Ah ja, stimmt. Da hatten wir ja letztens das Problem, dass der Laden nicht erkannt wurde, ne? Ja. Wir werden das jetzt hier unten erstmal mit dem Geschäft fortsetzen. Geschäftsgebiet. Das kriegt von mir jetzt sogar große Türen. Einfach weil ich es cool finde irgendwie. Ach scheiße, das waren Scheiben. Große Türen. So, was könnte ich denn hier verkaufen? S to go. S to go. Finde ich super, den Namen. Haben wir erfüllt die? Sie brauchen 9 Regale und einen Kassenschalter. 9 Regale und einen Kassenschalter. Das sollte doch funktionieren. Okay, überlegen wir doch erstmal, wo wir die Kassenschalter hinbauen. Machen wir hier eine Kasse hin. Und hier eine Kasse hin. Und dann können wir jetzt mit Regalen anfangen. So. Mal hier zwei. Das wären ja jetzt 8 Regale, glaube ich. An die Wand montiert. Schönes. An die Wand montiert. Das finde ich cool. Das gibt es hier noch seitlich. Und vor dem an die Wand montierte. Oh. Geht gar nicht, weil da gibt es das Schöne schon. Ups, naja. Lassen wir das mal so bauen. Ich würde das hier drinnen auch so lassen. Das schaut cool aus mit dem Streifen in der Mitte. Die Flugzeuge sind auch schon wieder am Rattern wie bekloppt. Aber wie viel habe ich in letzter Zeit ausgegeben? Ich hatte doch gleich, als wir gestartet sind, 1,1. Was ist denn jetzt mit der FPS-Zahl los? Was ist denn hier passiert? Ah, schau, ich kann hier... Ah, schau, ich kann das einstellen. Cool. Wait. Ich kann doch bestimmt noch einen Tunnel bauen. Warte mal. Wo ist denn dieser Zufahrtstunnel? Nee, warte mal. Wo ist denn der? Hier.
Was ist, wenn ich den hier hin platziere? Straße da dran. Du bist nur Ausfahrt. Und dann bist du nur Einfahrt. Und dann sollte sich das Ganze ja hoffentlich beruhigen. Schau mal. Wo bleiben denn die Bauarbeiter? Alter, was ist hier passiert? Ich bräuchte mal schnell ein paar Bauarbeiter, bitte an Einfahrt C. Einfahrt C, bitte ein paar Bauarbeiter. Wir müssen dieses Maniac hier loswerden. Wie geht's hier? Ja, hier läuft's alles gut. So wie es ausschaut. Aktuell machen wir wo. Das könnte auch sein, wenn ich da und baue. Ich baue mir ein Haus mal. Ist auch okay. Bauen die immer noch in der Tiefgarage? Oh ja. Ein paar Stellen sind noch, die errichtet werden müssen. Aber es wird schon fleißig hier unten alles genutzt, wie es ausschaut. Die ersten parken auch schon. Bloß ich habe hier vergessen, dass wir hier nicht... Oh. Habe ich wieder dumme Sachen gemacht? Ja, habe ich. Let's try this. Vielleicht kann das ein bisschen helfen. Die können ja gleich über die Parkplätze gehen. Bedeutet, wenn ich... mittelgroße Dinger... hier zu den Parkplätzen rüber. Geht das? Ja, geht. Cool. Schön, dass das hilft. Ist meine Einfahrt auch fertig? Oh, zur Hälfte. Dann kann ich dich aber zur reinen Einfahrt umbuchen. Ah, da muss ich hier noch die Pfeile, die ich eingebaut habe, eventuell umdesignen. Ich habe meine Pfeile. Wir hatten eine kleine Liebe. Kann das sein? So, Leute, da ändert sich jetzt einiges. Ihr müsst verstehen, dass ihr damit wieder nicht nach Hause kommt. Dafür gibt es jetzt eine neue Straße. Alter, was habe ich denn hier für einen Stau verursacht? Aber jetzt langsam wird's, langsam wird's, langsam wird's. Ja, langsam lockert sich's, langsam lockert sich. Ja, langsam wird's. Yes, kommt schon. Alter, schaut euch das an. Das schaut aus wie... Alter. Was kommen dann da für Menschenmassen rausgelaufen? Habe ich den Flughafen gut gesandt? Ich glaube nicht. Aber ist halt, er ist natürlich gewachsen. So könnte man es nennen. Natürliche Wachstumsrate. Ups, eins zu weit oben. Ich wollte eigentlich gucken, wie es mit meinem... Oh, der ist fertig. Cool, dann können wir den ja an S2Go abschreiben. Die wollen 200 Verkäufe pro Tag. Ich glaube, das kriegen sie hin. Ich bin da einer sehr großen Überzeugung eigentlich. Verstehe zum Beispiel hier noch nicht, warum dieser blöde Ofen nicht funktioniert. So, wir bräuchten jetzt mal hier bitte Mitarbeiter. Die Leute laufen nicht dir schon durch den Laden durch. Du, ah, jetzt. Oh, schau, jetzt ist er offen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele an dem Laden interessiert sind. Bis jetzt noch nicht so viele. Es ist aber auch erst der erste Tag. Haben wir jetzt den ersten Kunden? Nö. Oh, da haben wir den ersten Kunden. Jawohl! Einen Kunden von 250, aber jetzt langsam wird es wahrscheinlich anfangen zu laufen. Die sind halt mitten in der Main-Spur drin. Die können, glaube ich, also die haben großes Potenzial. Wenn sie das Richtige verkaufen, was verkaufen sie da eigentlich? Was ist das denn? Das schaut so nach Geschenken aus. Das schaut irgendwie nach Pizza aus, nach einer viereckigen. Wein. Unidentifizierbar? Nee, warte mal, das sind Äpfel. Das sind, wie viel Äpfel verkauft ihr? Das könnten Orangen sein. Noch ein bisschen Wein. Noch mehr Wein. Schokolade. Ein paar Riegel. Noch mehr Wein. Ja.
Es macht bloß schön Umsatz, ne? Bis jetzt habt ihr zwei Leute gehabt, die bei euch einkaufen haben. Ihr habt vier Verkäufer. Ihr müsst ballern. Ich sag's nur. Vielleicht sollte ich auch so machen, dass sie durchlaufen müssen. Wäre vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz. Dass sie durch die Läden müssen. Ich mache aber massiv Minus in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Machen wir wenig Flüge oder wie schaut das aktuell aus? Mayday. Warte. Notfall. Warte mal, ihr wollt auf die kleine Rollbahn, kann das sein? Kleine Rollbahn, wo waren? Die waren ganz unten. Aber man sieht, wir haben relativ viele offene Plätze. Eigentlich nicht so das Feine. Englische, aber was willst du machen? So. Kann, und was? Achso, das muss doch an die. Von einem verspäteten Flug belegt. Von einem verspäteten Flug belegt. Alter, was ist denn hier nicht belegt? Verspäteten Flug belegt. Haben wir einen nicht durch einen verspäteten Flug belegten Parkplatz? Flug annullieren, ja bitte. Aircraft Platz 11. Wo ist Aircraft Platz 11? 30, 13, 12, 11. Beendet die aktuelle Abfertigung. Okay. Bringt das Flugzeug bitte von der von dem Parkplatz. Wir müssen dann Notfall unterbringen. Platz 11. Na komm, weg davon da. Gut, mal kurz ein bisschen vorspulen, dass der anfängt zu fahren. Wenn er anfängt zu fahren, okay. Dann brauchen wir den Flugplaner. Für Sonntag. Platz 11. Wo sind wir jetzt aktuell? Freitag oder Samstag? Samstag. Aircraft Platz 11. Bestätigen. Gut, jetzt haben wir einen gekriegt. Gut. Ah ja, die Feuerwehr kommt. Jetzt bin ich interessiert, wo sie hinfährt. Ah, die fährt jetzt durch die Tunnel wahrscheinlich an den nächstbesten Platz für sich. Oh. Da steht was Brennendes und da hinten stauen sich ganz, ganz viele Flugzeuge. Ups. Könnt ihr da jetzt bitte weg? Ja, gut, finde ich toll. Der nächste. Der nächste. Kannst du einfach über die Tür fahren? Nee, kannst du nicht. Ihr könnt durcheinander. Okay. Interessante Sache. Oh, das Flugzeug schaut ein bisschen schwarz aus. Na gut, Leute, aber das war schon wieder ein bisschen zu lange. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendwie einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge, ja, glaube ich, werden wir mal schauen, wie sich unser kleiner Laden hier schlägt. Wie viel hat denn der heute gemacht? Oh. Er hat auf jeden Fall nicht sein Ziel erreicht, wie es ausschaut. Aber der wird sich schon die nächsten Tage bewähren. Vielleicht bauen wir ein paar kleine Türen ein und schauen mal, was passiert. Also, bis dann. Ciao.